Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight Basic Killern. Und zwar spielen wir das Unbekannte. Das wurde sich ja von euch gewünscht. Und wie ich es ja schon in dem letzten Video von Save Award gesagt habe, werden wir natürlich auch hier die Hintergrundgeschichte, werde ich euch vorlesen. Ich habe ein ganz eigenes Perk-Bild mitgenommen. Und zwar hatte ich einfach mal aufgezehrte Hoffnung, unsterblich, Ruin und brutale Stärke mir mitgenommen, denn zwei lilane Addons, wo ich jetzt persönlich leider nicht mehr weiß, was die genau machen. Aber irgendeinen Vorteil davon haben wir auf jeden Fall. Doch das eine, das weiß ich noch, das ist, wenn wir uns teleportiert haben von unseren Ködern, heißt das ja, ich sag dazu Doppelgängern, dass ich dann ja halt eine verkürzte Abklickzeit habe. Ja, so, jetzt starte ich aber. Der Name lautet das Unbekannte. Die Geschwindigkeit sind 4,6 m/s. Der Terrorradius beträgt 32 Meter. Seine Stärke heißt unbekanntes Gift X, Abkürzung UGX. Seine Größe ist durchschnittlich. Seine Waffe heißt sorgsam verwendete Axt. Seine Welt ist die verkümmerte Insel und die Schwierigkeit von ihm ist moderat. Das bedeutet, er braucht nicht ganz so viel Übung, also quasi. Wenn man, ich sag jetzt mal, man startet in Dead by Daylight rein, holt sich den Killer, denn, ja, ist das halt nicht so schwer wie die Kettensägenkiller oder Mastermind oder so. Ja. In Olivias Mastermind, nicht Masterarbeit, ne? Nicht verwechseln. Hintergrundgeschichte von ihm. In Olivias Masterarbeit beschäftigte sie sich mit Großstadtlegenden und deren Ursprünge. Ihre Hypothese war, dass sie Ähnlichkeiten mit traditioneller Folklore aufwiesen und suchte sich eine aus, um das zu beweisen. Das Unbekannte war ein geheimnisvolles Übel, das so abscheulich war, dass allein Recherchen dazu schon fast sofort den Tod heraufbeschworen. So hieß es zumindest in der Geschichte. Und es gab viele davon. In einer Geschichte verschwand eine Frau aus Greenville vor einem Raum voller Zeugen spurlos von einer Bühne. Ihre Freundin verschwand Wochen später, als sie Nachforschung dazu anstellte. Die Polizei wusste nicht weiter. Es gab keine Hinweise oder Spuren und dieses Rätsel war die perfekte Grundlage, um es zu einer Großstadtlegende aufzubauen und zu verbreiten. Anstatt in den Semesterferien nach Hause zu fahren, brach Olivia nach Greenville auf, um zu recherchieren. Sie fuhr ins zweitbilligste Motel der Stadt und richtete sich in ihrem kleinen Zimmer ein, das nach Zigarettenrauch, Schimmel und Alkohol roch. An einer der Wände sammelte sie alle Hinweise. Sie klebte Artikel und verschiedene Theorien zu ähnlichen vermissten Fällen im ganzen Land auf, die mit dem Unbekannten in Verbindung gebracht wurden. Verbindungen stellte sie mit dem roten Faden und gelben Reißnägeln dar. Wer das Motelzimmer betrat, musste denken, dass sie den Verstand verloren hätte. Es gab viele Theorien zur Herkunft des Unbekannten. Manche meinten, es wäre ein bösartiges Wesen, das vor langer Zeit von einem uralten Kult heraufbeschworen worden war. Andere gingen davon aus, dass es sich um ein Alien handelte, das aus der Area 51 entkommen war. Der Legende nach hielt es sich bevorzugt in der Dunkelheit auf und stahl die Stimmen seiner Opfer, um andere in ihr Verderben zu locken. Die ältesten Zeitungsartikel, die Olivia fand, berichteten von einem vermissten Fall während einer Seance im 19. Jahrhundert. In den späten 50ern des 20. Jahrhunderts verschwanden einige College-Studenten auf mysteriöse Art und Weise aus einem Kino. Zeugen hatten sie hineingehen sehen. Manche erinnerten sich, sie auf ihren Sitzplätzen gesehen zu haben. Aber als das Licht wieder anging, waren sie fort. Niemand hatte gesehen, wie sie gegangen waren. Man fand nie eine Spur von ihnen. Ein Filmvorführer gab an, später an diesem Abend Stimmen in der leeren Dunkelheit des Kinosaals gehört zu haben. Aber als er das Licht einschaltete, war niemand da. In den 1960ern verschwand eine Gruppe von Teenagern, die ein verlassenes Krankenhaus erkundeten, in dem es spuken sollte. Geschichten und Spekulationen rankten sich um dieses geheimnisvolle Verschwinden. Manche sprachen von einem strengen Geheimforschungsprogramm der Regierung, das in den 1950ern vom Office of Strategic
Strategic Services durchgeführt wurde. Project Apple Pie. Experimente zur Gedankenkontrolle mit halluzinogenen Drogen. Der Großteil der Aufzeichnung wurde in den 70ern vernichtet, aber Zeugen berichteten von Experimenten, die an nichtsahnenden Zivilisten in verschiedenen Umgebungen und an Orten im ganzen Land durchgeführt wurden, wie in Kinos, Krankenhäusern und Universitäten. Viele glaubten, dass diese unethischen Experimente Portale in eine andere Dimension geöffnet hatten, durch die das Böse in unsere Welt gelangen konnte. Olivia schrieb alle Beobachtungen auf, um sie an ihrer Wand zu verewigen. Das Unbekannte lauerte im Dunkeln, kann seine Opfer nachahmen. Handelte es sich dabei um ein böses Wesen? Ein Außerirdischer? Ein gescheitertes Regierungsexperiment? Oder einfach nur ein stinknormaler Serienmörder, der die Öffentlichkeit mied? Sie wollte beweisen, dass das Unbekannte nichts weiter als eine moderne Sage war. Und diese Nachforschung hatten sie zu diesem Abend, an diesen Ort, in dieses schäbige Motelzimmer geführt. Sie konnte jedoch nicht leugnen, dass es bei den vermissten Fällen in Queenville ein Detail gab, das in den anderen Geschichten fehlte: der Nebel. Und in ihrem Hinterkopf hatte sie noch eine andere Großstadtlegende mit einem dichten, unnatürlichen Nebel, der die Menschen irgendwie verschwinden ließ. Vielleicht, dachte sie bei sich, hatten die vermissten Fälle von Queenville nichts mit dem Unbekannten zu tun, sondern vielmehr mit einer anderen Dunkelheit. Einen Augenblick lang fragte sich Olivia, was passieren würde, wenn zwei Großstadtlegenden aufeinandertreffen würden. Diese Vorstellung brachte sie zum Lachen und forderte das Schicksal heraus, indem sie ein Bild vom Unbekannten zeichnete, so wie sie es sich vorstellte. Dann heftete sie die Skizze in die Mitte ihrer Wand, lachte nervös und wartete darauf, vom Unbekannten verschlungen zu werden, weil sie ja versucht hatte, es zu definieren. Nervös blickte sie zu den Fenstern und der Tür. Aus Sekunden wurden Minuten und aus Minuten wurden Stunden. Aber nichts geschah. Es war nun nach 2 Uhr morgens und Olivia war ganz schön erschöpft vom Sichten der Artikel, während sie ihren kalten Kaffee schlürfte. Als sie dann das erste Flüstern hörte, dachte sie noch, sie würde es sich einbilden. Olivia! Es schien aus dem Badezimmer zu kommen. Hilfe! Das Licht im Zimmer flackerte. Wer ist da? Olivia starrte mit weit geöffneten Augen auf die geschlossene Badezimmertür. Ihr Verstand spielte ihr Streiche, oder? Ihre Freunde waren gekommen, um sie hereinzulegen. Ariella? Sean? Hört auf mit dem Blödsinn! Das Licht flackerte weiter, als sie sich dem Badezimmer näherte. Furcht erfasste sie in starken Wellen und eine schreckliche Erkenntnis machte sich in ihr breit. Das Unbekannte wartete hinter der Tür und machte sich bereit, sie für ihren Hochmut bezahlen zu lassen. Etwas flüsterte wieder ihren Namen. Doch dann wurde die Stimme plötzlich höher, überschlug und verzerrte sich. Von plötzlicher Panik erfasst, als würde das wartende Geschöpf hinter der Tür angegriffen werden. Ein unbekanntes Grauen erfüllte Olivias Herz und ließ keinen Platz für irgendwas anderes. Sie atmete tief durch, als kalter Schweiß auf ihrer Stirn perlte. Sie legte die Hand auf den Türknauf. Das Licht ging aus, aber die seltsamen, unmenschlichen Schreie waren noch immer zu hören. Dann ging das Licht wieder an. Und sie sah einen seltsamen, schwarzen Nebel, der unter der Tür hervorquoll. Zaghaft öffnete Olivia die Tür und sah einen massiven Körper mit wilden Tentakeln, der in einen dichten Nebel gezogen wurde und wie ein sterbender Schatten langsam in der Dunkelheit verschwand. Das Kreischen hörte abrupt auf. Nachbarn klopften gegen die Wand, sie solle den Fernseher leiser drehen. Und Olivia blickte gebannt in den schwarzen Abgrund, der sich vor ihr auftat. Sie war sich nicht sicher, was sie tun sollte. Ein Teil von ihr wollte weglaufen. Ein anderer Teil wollte mehr wissen. Und während sie noch überlegte, was sie nun tun sollte,
begannen dutzende Stimmen nach ihr zu rufen und versprachen ihr Wissen über unbekannte, unmögliche und überirdische Dinge, die kein Mensch je gesehen hatte. So, bevor wir jetzt zu der Stärke des Unbekannten kommen, sage ich euch wieder, wie bei der letzten Folge auch, mein Statement zu der Hintergrundgeschichte. Also diese Hintergrundgeschichte finde ich an sich nicht schlecht. Sie ist mal nicht aus der Perspektive des Killers geschrieben, sondern ganz einfach mal aus einer anderen Perspektive, nämlich von einer Reporterin, sage ich jetzt einfach mal, oder zumindest von einer Person, die sich natürlich dafür interessiert hatte, auch einfach mal etwas herauszufinden über Großstadtlegenden und. Und ja, wirklich viel gebracht hat es ihr natürlich nicht, dass sie jetzt da versucht hatte, ja, all das herauszufinden. Sie hatte sich auch mit dem Unbekannten oder zumindest mit das Unbekannte angelegt. Na, das hat ihr natürlich das Leben gekostet, wie man sich ja schon denken kann. Was ich cool finde, ist, dass sie ein bisschen die Hintergrundgeschichte mit reingebracht hatten von den anderen beiden Mädels, von Michaela und Sable. Dass die das da, haben sie halt mit eingebaut, dass Olivia dadurch halt auch aufmerksam wurde. Finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es top, weil es ist halt wirklich mal was anderes, vor allen Dingen das Unbekannte. Wenn man halt auch mal sieht, klar, man hat halt eine Axt, das hat man ja bei vielen Killern, aber seine Fähigkeit ist halt auch einfach, finde ich cool, so dass er denn, also zumindest die Überlebenden, wie zum Beispiel Mac jetzt, dass sie jetzt da von Halluzinationen sozusagen betroffen wurde. Ich habe ja selbst auch schon gegen den, gegen das Unbekannte gespielt. Hatte dann auch so ein Teil drauf. Man muss ja dann das Unbekannte angucken, damit dann, ja, damit dann halt die Überlebenden die Chance haben, das halt wegzubekommen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ich habe es nicht hinbekommen, das Unbekannte direkt ins Gesicht anzuschauen und dadurch dann halt freizukommen von der Fähigkeit, was ja das Unbekannte hat, also von dem UGX. Und ich dachte eigentlich, dass die da so kleine Halluzinationen mit einbringen oder wenn man das halt weghaben möchte, weil wie gesagt, wenn der Unbekannte das, dich das zweite Mal damit trifft, ist man ja getroffen. Gibt's auch noch ein relativ cooles Add-on dafür, dass man dann den Statuseffekt gebrochen hat. Finde ich natürlich auch nicht schlecht. Und wenn man natürlich davon dann getroffen wird, sollte man so schnell wie möglich, wenn es natürlich funktioniert, auch loswerden. Und ich frage mich gerade selber, warum ich so komisch gespielt habe bei dem Gameplay. Ja, auf jeden Fall sollte man natürlich dann so schnell wie möglich versuchen, das dann auch loszubekommen. Aber ich dachte eigentlich, dass sie das dann halt so machen, durch die Halluzinationen und sowas alles, dass ja man dann halt zum Beispiel so Skillchecks machen muss oder man muss dann beispielsweise irgendwie einen Klon oder einen Köder zumindest von ihm zerstören oder so. Ja, dass man dann halt einfach irgendwie dadurch dann halt das losbekommt. Aber leider ist es ja nicht so, sondern es ist halt einfach nur ganz normal, dass man dann wie so einen Schleier hat. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es an Addon lag oder so. Auf jeden Fall, hört man manchmal, also es ist halt dann auch dumpf, der ganze Ton und so. Ja. Das ist natürlich weniger schön, wenn es so sein sollte. Wie gesagt, ich wurde erst einmal getroffen. Das war jetzt auch die erste Runde. Das ist jetzt die zweite Runde, die anfängt. Ist an sich auch relativ gut gelaufen. Hat natürlich einen der beiden, der sich ein bisschen, ich glaube, das war der Ash, der sich ein bisschen cool gefunden hat und so. Ja, aber naja, gibt's ja meiste Zeit bei Dead by Daylight. Aber wie gesagt, bei den Halluzinationen hätte ich mir persönlich ein bisschen halt mehr was drunter vorgestellt, bin ich ehrlich. Weil ich halt eigentlich schon dachte so, wenn es halt da schon steht so, von der Hintergrundgeschichte her, dass es da Halluzinationen und so was alles gibt. Ja, dass man dann halt einfach irgendwie als Survivor halt ein bisschen mehr was davon hat und auch mehr sieht. Das wäre schon echt cool gewesen. Oder man hätte zum Beispiel so wie bei einem Doktor, wenn der dich ja auf die gewisse Stufe, auf Stufe 2 und auf Stufe 3 gebracht hat, dann sieht man ja auch ab und zu mal so einen Klon von dem Doktor oder sowas dastehen. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Wenn man jetzt quasi, man läuft und auf einmal steht der vor einem und er kann sich zum Beispiel dann auch dahin teleportieren. Das wäre an sich auch
nicht schlecht gewesen. Ja, hier hatte ich dann zwei grüne Addons dabei. Ihr seht schon, sie hatte einen Generator fertig gemacht, wurde dann schwach und hat diese Fähigkeit dann dadurch bekommen. Und da habt ihr auch gesehen, sie hatte mir direkt ins Gesicht geguckt und hat dann somit diese Fähigkeit wegbekommen. Ja, aber wir kommen jetzt mal zu seiner Stärke, dieses unbekannte Gift. Wie gesagt, Abkürzung UGX. Manche glaubten, dass ein Exemplar aus seinem natürlichen Lebensraum entnommen und für militärische Zwecke untersucht wurde. Codename Unbekanntes Gift X. Drücke die Stärke-Taste, um UGX aufzuladen. Sobald es bereit ist, drücke die Angriffstaste, um UGX zu entfesseln. Ein Geschoss, das einmal von vertikalen Oberflächen abprallt, bevor es beim Aufprall eine Explosion auslöst. Überlebende sind für kurze Zeit eingeschränkt, wenn sie UGX in der Luft berühren. Überlebende im Explosionsbereich sind schwach gegen die Stärke des Unbekannten. Schwache Überlebende verlieren einen Gesundheitsstatus, wenn sie den Explosionsbereich von UGX ein zweites Mal berühren. Überlebende sind nicht mehr schwach, wenn sie dem Unbekannten erfolgreich ins Auge blicken. So wie wir es ja eben, weiß gar nicht, doch, das war auch Sable, so wie wir es eben bei der Sable gesehen haben, bei ihr hier, wenn sie uns direkt ins Gesicht schaut, dann ist sie dann ja halt nicht mehr schwach, so nennt man das, und hat dann dadurch halt dieses Teil halt nicht mehr um sich herum. So, die Spezialfähigkeit ist Halluzination. In einer Partie verursacht das Unbekannte in unregelmäßigen Abständen Halluzination. Das Unbekannte kann keine Halluzination erzeugen, solange UGX aufgeladen wird, wenn es mit Objekten interagiert oder wenn es sich in der Nähe von Generatoren oder Haken befindet. Für jeden schwachen Überlebenden, der in den Todesstatus versetzt wird, wird die Dauer bis zur nächsten Halluzination um 10 Sekunden verkürzt. Das ist das, was ihr hier jetzt an der Seite seht. Das ist ja jetzt zum Beispiel lila. Das wird ja nach einer Zeit gelb. Und dann hat man ja wie so diese Köder, ne? Also gut, da wird es jetzt gerade Halluzination genannt. Ich weiß gar nicht, warum ich Köder dazu sage. Ich glaube, das habe ich bestimmt mal mit irgendeinem anderen Killer oder irgendwie sowas verwechselt. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm und peinlich. Ja, aber das ist halt das, was ihr seht. Das da sind denn diese Halluzinationen, die er hat. Dann habe ich das halt einfach im Allgemeinen falsch verstanden. Und der presst sie dann halt irgendwie raus. Ich weiß nicht, wo die bei ihm rauskommen. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe es auch noch nie gesehen. Ja, man merkt es dann halt nur. Ne? Da muss ich nochmal ganz kurz zu den Ash etwas sagen. Er hat halt wirklich die ganze Zeit versucht, dass ich irgendwie zu ihm da, mich da hinten auf diesen Chase da einlasse. Und wenn ihr selber Dead by Daylight spielt oder auch mal selber Killer gespielt habt oder sowas, wisst ihr, dass man den Killer da sehr, sehr lange aufhalten kann. Ich kann es nicht, bin ich ehrlich. Aber manche können einen dann schon echt sehr, sehr lange da aufhalten. Ja, deswegen habe ich mich da halt auch gar nicht erst drauf eingelassen. Aber machen wir mal weiter. Das Unbekannte kann sich zu hervorgehobenen Halluzinationen teleportieren. Wenn es sich zu einer Halluzination teleportiert, hinterlässt es einen Köder. Ah genau, hier ist das mit den Köder. Der nach wenigen Sekunden verschwindet. Wenn ein Überlebender einer Halluzination ins Auge blicken, erlangen sie die Fähigkeit, sie mit der Interaktionstaste zu beenden. Schwache Überlebende brauchen länger, um Halluzinationen zu beenden. Wenn sie sie nicht vollständig beenden, werden Überlebende schwach und lösen den Killerinstinkt aus. Ja, das bedeutet dann ganz einfach, ja, Killerinstinkt, das ist natürlich das, was wir manchmal haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Überlebender einen Generator oder ein Fluchtotem oder sowas zerstört, dann ja, hören wir das ja über ein lautes Geräusch. Ich glaube, dafür gibt es auch noch ein Addon. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Aber ich glaube, es gibt ein Addon, womit man das entweder verkürzt. Oh, ich bin mir gerade ganz, ganz unsicher. Ich will es euch auch nichts ja, Falsches erzählen. Deswegen, ich mache mich darüber nochmal schlau. Und sollte ich denn nochmal irgendwas davon in Erfahrung bringen, dann schreibe ich es euch gerne in die Videobeschreibung oder unten dann in die Kommentare rein, dass ihr das dann selbstständig nochmal nachlesen könnt, ob ich euch das auch richtig erzähle und euch jetzt hier keinen Blödsinn sage.
Ja, kommen wir aber mal jetzt nochmal zu seinen einzigartigen Perks, dass wir die nicht vergessen, bevor die Folge zu Ende ist. Entfesselt. Schmerz bleibt in der Luft. Ein ansprechendes Aroma, das die Impulse anregt. Dieses Talent wird für 24, 27 und 30 Sekunden aktiviert, wenn ein Überlebender irgendwie verletzt wurde. Nach einem Sprung durch ein Fenster erhältst du 5% Eile für 10 Sekunden. Dieser Effekt ist nicht kombinierbar. Dann gibt es hier noch eine kleine Zwischendings. Ich habe es gehört. Es lief. Es kam nie näher. Anonymer Zeugenbericht vom 9.09.1979. Unerwartet. Das Grauen kann vielerlei Gestalt annehmen und seinen Opfer vernichtende Lügen einflüstern. Wenn du einen Generator beschädigst, wird dein Terrorradius für 18, 24 und 30 Zähler auf den Generator übertragen. Außerdem wird die Größe deines Terrorradius um 32 Meter erhöht. Für die gesamte Dauer bist du unentdeckbar. Dieses Talent hat anschließend eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Unentdeckbar verbirgt Aura, Terrorradius und roten Fleck des Killers. Es könnte überall sein, Mama, wenn du das liest. Es tut mir leid. Letzter Tage Bucheintrag vom 12.07.1991. Unerledigt. Hoffnung ist die Illusion, die die Opfer am Leben hält. Wenn ein Überlebender bei meinem Fähigkeitscheck versagt, erhältst du 3 Zähler bis zu 22, 26 und 30 Sekunden. Wenn du einen Generator beschädigst, werden alle Zähler verbraucht, die du zu diesem Zeitpunkt besitzt. Für jeden verbrauchten Zähler verliert der Generator 1% seines Gesamtfortschritts und wird für eine Sekunde blockiert. Sobald der Generator nicht mehr blockiert wird, baut der Fortschritt ab. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden. Das unvorhersehbare Verhalten der Geräte könnte mit zensiert zu tun haben. Weitere Tests erforderlich. OSS-Bericht von 2.12.1943. Ja, das waren jetzt die Stärke und natürlich seine einzigartigen Perks. Was ich noch dazu sagen kann, eine kleine Info noch für euch. Der Unbekannte spricht mit dem Spieler, wenn er als Killer ausgewählt wird, als der er spielen soll. Der Name des Unbekannten sowie seine einzigartigen Talente beginnen im Englischen alle mit dem Präfix UN. Das Unbekannte wird von der professionellen Trans-Voice-Lehrerin und Metal-Sängerin, Metal-Sängerin Zoe Alexandria gesprochen. Sie hat sowohl die weiblichen als auch die männlichen Stimmen des Unbekannten gesprochen, da sie auf diese Gesangstechnik spezialisiert ist und sie auch bei ihren Auftritten verwendet. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich finde es auch immer gut, dass es an sich noch andere Sachen gibt, so Wissenswertes. Gut, was jetzt nicht viele interessiert, was aber natürlich auch ein bisschen hilfreich sein kann, wenn man sich für einen gewissen Überlebenden interessiert. Ist ja wie mit Claudette, da stand ja beispielsweise, würde bei ihr denn halt stehen, dass sie die zweite Überlebende ist, die eine Brille trägt. Ja, und ich finde es persönlich nicht schlecht, weil man dann halt auch so Kleinigkeiten halt herausfindet, wie beispielsweise, was ich euch ja die letzte Folge schon gesagt hatte. Genau, ja, die mit Saber Ward, dass Saber Ward und Michaela White ja Freunde waren. Und dass auch von Michaela gesprochen wurde, wo Saber sich dann auf die Suche nach ihr begeben hatte. Ist natürlich auch für Saber ein ganz schön krasses Ding. Ich find's super, weil es halt dann einfach... Ja, es gibt halt schon... Wie soll ich das jetzt sagen? Ja, man kann... Ich kann es gerade einfach nicht beschreiben. Ich find's persönlich richtig gut, weil es halt mal was anderes ist und man halt auch einfach mal sieht, okay, ne, die Überlebenden hängen doch irgendwie miteinander alle so zusammen. Ich meine, die starten ja auch alle in die Dead by Daylight Welt. Ne, davon mal ab. Ja, da habe ich den Ash natürlich dann gesucht. Ich bin mir auch gerade sehr unsicher. Aber ich glaube, ich habe den sogar noch bekommen. Müssen wir gleich mal schauen. Ich weiß es gar nicht mehr. Da hatte ich kurz nachgeschaut, ob es irgendwo eine Opfergabe gab wegen der Luke. Weil ich gucke mir das meistens nämlich gar nicht an. Erst so während des Spiels, wenn ich halt Killer spiele. Und ich jetzt beispielsweise nur noch einen Überlebenden habe, dann gucke ich erst am Ende oder sowas zwischendurch mal vorbei oder am Anfang der Runde,
ob irgendwie die Luke in gewissen Teil spawnt, entweder im Hauptgebäude oder im in der Killer-Shack. Ja, doch, wir, genau. Ich habe die Luke dazu. Ah, nee, doch, doch, doch. Ja, na klar, den kriegen wir noch. Bin ich mir zumindest ein bisschen sicher. Oder der Entitut schnappt ihn. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ging mir der Ash richtig auf den Sack. Das ist ja auch, ich glaube, ich habe den auch nur einmal einen Haken bekommen. Wenn ich es richtig erkenne. Ja, ich habe ihn auch nur einmal angehakt bekommen. Also er ist schon echt gut im Abhauen, das will ich jetzt gar nicht beschreiten. Aber es hat mich halt trotzdem ganz schön geärgert. Weil wenn man dann halt schon die Chance hat, okay, man könnte so ein Vierer-Team bekommen. Ne, also Full und sowas, dann ist das halt echt schon ein bisschen ärgerlich. Wenn man den letzten dann halt doch irgendwie nicht bekommt, also selbst wenn der Entitus ihn bekommt, also es war trotzdem für mich schon allein für das Teabing da. War es für mich halt wirklich schon so eine richtige Befreiung, dass wir ihn halt irgendwie bekommen haben. Also er entkommt nicht. Und ich fand das einfach so schön, weil er es halt trotzdem nicht geschafft hat. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil man sich dann halt schon ganz, ganz gerne wünscht, ja, dass man ihn halt bekommt, weil man dann halt, ja, man hat halt ein besseres Gefühl. Man fühlt sich dann halt schon mehr wie ein Gewinner, wie wenn man jetzt, ja, wurde ich erstmal von einer Palette getroffen, dann wieder dieses Teabagging. Ja, wie wenn man halt jetzt, ja, wenn der Entitus den halt schnappt. Da muss ich auch sagen, ich kann es absolut nicht leiden. Also wenn man so untereinander als Survivor jetzt halt mal so ein bisschen teabaggt, ne, so als Dankeschön, dass du mich geheilt hast, komm mit mir oder mach mit mir den Generator und sowas alles, kann ich es voll und ganz verstehen. Aber das beim Killer zu machen, ich finde das immer so ein Kindergarten. Weil klar, so, er ist echt gut im Abhauen, will ich jetzt gar nicht sagen. Es soll jetzt auch kein Rumgezicke oder sowas sein. Aber ich verstehe es halt einfach nicht, warum man den Killer teabaggen muss, nur weil er halt so schlecht ist. Ne, ich meine, es bringt ja sowieso nichts. Da habe ich einfach mal das Spielchen mitgespielt, weil ich mir halt so dachte, ja komm, das hast du für dich selber, dieses Teabaggen. Mich kannst du halt nicht ärgern, nicht stänkern. Und deswegen. Ja, das war die Runde mit dem, das Unbekannte. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass es jetzt auch einen Killer gibt, der halt dieses Synonym hat. Und ja, ich hoffe, euch haben die beiden Runden gefallen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um halt eine Runde zu finden. Ja, wir sehen uns dann morgen. Ja, morgen am Dead by Daylight Montag wieder mit dem nächsten Basic Survivor. Ciao.